Ja, hallo ja mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Jetzt ist leider die letzte Folge, weiß ich nicht, ob ich die retten konnte. Da ist nämlich das Spiel abgeschmiert samt Aufnahmesoftware. Da hat sich der Grafikkartentreiber aufgehangen. Jetzt hoffen wir mal, erstens, dass es nicht nochmal passiert. Zweitens, dass ich die Aufnahme vielleicht retten konnte oder Teile davon. Falls nicht, ich bin einfach nur mit dem Dan hier, mit dem Paladin, bis hierher gelaufen zu einer Fabrik oder irgend sowas oder was auch immer das hier ist. Hab auf dem Weg dahin ein paar Raider getroffen, die er einfach weggemäht hat. Ja, das war's auch schon. Muss ein bisschen Bäuerchen machen, Cola getrunken. Bäh. Okay, jetzt sind wir hier drin. Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass das nicht nochmal passiert, aber ich gehe zunächst mal in das Sicherheitsterminal und mache nochmal das, was ich eben gemacht habe, nämlich die Einheiten zu aktivieren. Aber den Persönlichkeitsmodus auf U-Bahn-Begleitung zu stellen. Ja, weil dann sind sie vielleicht friedlich. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Das habe ich schon mitbekommen. Aber jetzt wollen wir trotzdem irgendwie weitergehen, ne? Ja. Also? Paladin Dance? Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Ist das das Werk der stählernen Bruderschaft? Leider nein. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Mhm. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Okay. Dann schauen wir doch mal. Der Laden hier ist ziemlich ruiniert, aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Ach was, wenn wir hier fertig sind, musst du den Ort freigeben. Das heißt, ich sollte lieber alles plündern. Jetzt schon, was ich sehe, ne? Wahrscheinlich. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Einen Weg, die Tür öffnen. Zu öffnen. Okay. Da leuchtet er mich doch schon an. Chat-Labor. Achso. Habe ich das schon? Das Passwort. Okay. Kann ich das hier irgendwo eingeben? Nee. Kann ich hier nirgends eingeben? Sieht nicht so aus. Ah, vielleicht hier. Aha. Sicherheitsschloss freigegeben. Wunderbar. Und die Laborsteuerung. Prototypverbindung. Okay. Gute Arbeit. Hallo? Gehen wir. Sind hinterhalten. Wir haben vielleicht ein Problem. Sie müssen terminiert werden. Greifen feindliche Lebensform an. Oh. Auf
nimmer wiedersehen. Du wolltest ja keinen Querschläger halten. Ja. Schock, Schlag, Stock. Schock, Schlag, Stock. Fusionszelle, Institutpistole. Mist. Warte, ich glaube, wir werden verfolgt. Ist bei Jägerkampf initiiert in meinem Markt. Ja, du machst es schon. Du machst es. War das? Halt die Stellung! Mehrere Sündziele! Schalt sie aus! Ich hab irgendwas hab ich getroffen. Ja. Seien Sie gewarnt, ich kann nicht. Wir wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Was ist denn diese Dingspistole? Vielleicht ist die gut. 15. Das ist schlechter, ne? Das gehört jetzt uns. Automatisch Institutpistole. Warte mal, vielleicht ist sie irgendwie besser. 7. Nicht besser. Eieiei. Okay. Gibt's hier unten noch irgendwas, bevor ich hier dem Irren folge? Ein Gewehr. Das sieht schon interessant aus. Wow. Bam. Also, dass ich jetzt halt nichts mehr sehe. Die verdammten Sünds haben sich hier überall festgesetzt. Ja, du machst es schon. Spitzzeugrakete, Spitzzeugaußerirdische. Da vorne sind Geschütztürme. Feinde wieder aufgespürt. Ich bin äußerst wachsam. So wachsam, dass ich nicht mal weiß, wo du hin bist. So weit bist du schon voraus. Schau mal, da gibt's ein Terminal. Massausflug. Die muss ich jetzt alle durchlesen. Hilft dir nichts. Ja, ich klicke zu schnell. Okay, das war nix. Oh, Teslas Verschwörung. Paladin Dan, sagt er einfach. Keine Ahnung, wo der ist. Also gibt es hier doch viel wichtigere Dinge. Ja, da schau, zum Beispiel Haarklammerbox. Ganz wichtig. Knochen der linken Hand. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt eingesteckt habe, aber... hier hin. Ist das irgendwas? Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Kann ich hier noch die Beine einsammeln? Oder?
bin ich jetzt woanders? Nee. Da steht er im Licht. Da unten im Licht. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Okay. Mit etwas Glück überleben wir es. Ich weiß nicht, warum er mich überhaupt für diese Mission braucht. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Was soll das heißen? Sieh dir das mal an. Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Ja? Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Ah ja, und dann kommen wieder die Sicherheitsdinger. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Wow. What the f... Was hast du denn jetzt gerade gemacht? Da jumpt sie da, volle Pulle. Okay, hier oder was? Ja gut, aber jetzt, dann muss ich ja mit der Waffe schießen. Mit dem Sniper-Ding ist es na nix. Also das ist... Dann probieren wir es mal mit dieser Pistole. Vielleicht ist ja irgendwie ganz cool. Schutzhelm. Techniker, persönlicher Eintrag. Okay. Johlen, grinsen, lachen, spotten, necken. Oh, er hat einen Highschool-Abschluss. Alles gut, er war sich am Werk. Warnung, Energieverlust. Triebwerkskern ist außer Betrieb. Ha, ha, ha. Werkunterricht. Sollen Sie das hier mal im Werkunterricht machen? Meine Ingenieurskunst. Das Beste auf dem Gebiet beschleunigter Waffen. Meine Schönheit. Mein Junkjet. Die Ingenieure mit ihren Anzügen und tollen Abschlüssen. Am Montag werde ich es Ihnen zeigen. War das jetzt schlecht, dass ich das rausgenommen habe? Wahrscheinlich, ne? Hand. Bin durch. Okay. Hast du es schon mit Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Schau mal, da geht's ab. Knopf. Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. 5. 4. 3. Töte ich jetzt gerade den Paladin? 2. 1. Faszinierend. Triebwerk wird gezündet. Offenbar ist mein. Oh. Ich glaube, das war nicht gut. Bin direkt hinter dir. Test abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Vielleicht war es auch gut. Oh mein Gott! Alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut erwischt, aber dank meiner Powerrüstung ist noch alles dran. Das Wichtigste ist, dass wir noch leben und dass wir an den Sender kommen. Gehen wir. Das stimmt. Hm?
Ich muss das mal alles einsammeln da. Das hilft ja alles nichts. So. Wo gehen wir denn hin? Nach unten. Hallo? Paladin? Kommst du? Ja, Paladin. Irgendwie habe ich jetzt. Was muss ich denn tun? Dance? Los, weiter. Wir reden später. Ja, wo? Dance, wo müssen wir denn hin? Müssen wir darüber? Das geht nicht. Und alle da, ja, schön. Müssen wir vielleicht höher? Vielleicht geht es mit dem Aufzug. Ich mach den jetzt einfach mal. Geh vor, Paladin. Verdammt, hab die Spur verloren. Das geht aber. Die schießen aber schnell. Jetzt bin ich wütend. Ja? Obere Extremität beschädigt. Sie sind im Kontrollraum. Feuer frei. Treffer erlitten. Analysiere. Das ist besser gelaufen als erwartet. Au. Ich hoffe, das war der letzte. Verdammt. Ich sehe das Ding nirgends. Untersuch mal die Überreste der Sins. Sie waren vielleicht auch hinter dem Sender her. Okay. Aha. Verschwinden wir von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Ja, aber Moment, da war unter uns noch. Das habe ich genau gesehen. Ne? Da war schon noch was. Da müssen wir dann schon nochmal gleich hin. Da konnte man nämlich hinspringen. So, da speichern wir halt immer schnell. Dann springe ich da mal hin. Ein Fatman. Prinzipiell ganz nett. Ne? Auch wenn ich absolut kein Interesse mehr daran habe. Sensor meldet feindliche Präsenz. Oh, wow. Wow, oh Gott, ich sterbe. Kritische Beschädigung der Einheit. Reparatur unmöglich. Okay. Oh Gott. Okay. Okay. Wie mache ich die jetzt kaputt? Zunächst einmal, zack. Ne? Dann brauche ich irgendwas, was mehr Schaden macht. Oh Gott, da habe ich doch nichts. Doppelte Schrotflinte. Sonst bleibt der da nicht. Gott. Okay.
Sensor meldet feindliche Präsenz. Hallo? Offenbar ist... fehlgeschlagen. Gott. Au, 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 au. Oh Gott. Armserbot beschädigt. Das war's dann wohl. So schnell geht es. So eine Menge Frechheit. Ja, ich mühe mich hier ab. In deinen Händen eh besser aufgehoben. Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt muss ich wieder hochfahren und dann kann ich da wieder hin. Nach unten. Ah, fuck! Du bist hier in die Wand reingesprungen. Nach oben. Eieiei. Heftig, heftig kann ich da nur sagen. Das wär's. Hatte, muss ich sein. Habe ich kein Level up? Nee. Schade. Das muss ich mal freischalten jetzt. Passwort des ARK-Projekt, klar, das ist da drin. Ah! Ja, praktisch. Was kann ich hier tun? Achso, da hätte ich jetzt einfach nur den Safe aufmachen können. Naja, okay. Gut. Naja, schade. Jetzt habe ich gedacht, hier gäbe es noch irgendwas Tolles. Irgendwie so ein Plus 1 für alles oder so. Aber weit gefehlt. Weit gefehlt. Ich verpasse auch nichts. Dann muss ich wieder auf ein neues. Du hast keine Probleme damit, Ärger zu finden, oder? Hast du gerade mit mir geredet? Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. Nach unten. Zum Beispiel nicht mit der Waffe auf mich zielen. Blöde Kuh. Nach oben. Hat sie gerade zerquetscht. Ich glaub schon. Ich glaub, die hat's gerade zerbröselt. Huch. Huch. Huch, huch. Na dann. Nach oben. Schauen wir mal. Hier wieder 25.000 Sünd auf mich warten. Ich hoffe nicht. Was? Cheater. Der Bunker sieht sauber aus. Weiter geht's. Der Bunker? Zahnrad? Nehmen wir mal mit. Also Zahnrad, das könnte noch hilfreich werden. Entschuldigung, Paladin Dance? Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Was heißt besser? Da besser? Ich finde, es lief doch super. Wir sind beide noch am Leben und wir haben den Sender. Die Details sind nicht weiter wichtig. Okay, Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, gut abgefuckt Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen.
Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Danke, danke. 26 Schaden. Brauchst du das nicht? Brauchst du das nicht? Das ist nicht meine einzige Waffe. Soldaten der Bruderschaft führen immer eine Zweitwaffe mit sich. So, und was die zweite Sache angeht... Welch ein Glück. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Bin mir ein wenig unsicher. Ich weiß nicht. Ich halte dir den Rücken frei. Ganz egal, wessen Zielkreuz du da drauf malst. Es ist eine große Entscheidung. Ich verstehe also, weshalb du zögerst. Wenn du beschließt, dass du zu uns gehören willst, weißt du ja, wo du uns findest. In der Polizeistation. Yay! Und Level Up. Sehr schön. Ich weiß nicht, das ist immer so. Nee, wir haben gesagt, wir machen jetzt Stärke weiter. So. Das haben wir mal gesagt, dann machen wir das jetzt auch. Weil das wahrscheinlich der Blödsinn ist. Hey, Piper. Was gibt's denn zu tun? Hey, Piper. Du hast wirklich ein Talent dafür, Ärger zu finden, oder? Ist das ein Problem? Ganz und gar nicht. Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge mal nicht allein zu machen. Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig. Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet. Scheiße. Bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite. Ich würde sagen, alles für die Story. Jemand hat dich vergiftet? Machst du Witze? Es war gerade erst losgegangen, da wurde ich schon vergiftet. Beim ersten Mal hatte ich nur einen Artikel über dieses Karawanenkartell veröffentlicht, das die Lebensmittelpreise in die Höhe trieb. Er kam gut an. Und es gab sogar einen Boykott ihrer Waren in der Stadt. Also wollte ich im Dugout-Inn auf den Sieg einheben. Ich hatte schon einen Schluck genommen. Da merkte ich, dass was nicht stimmte. Vadim war nicht in der Bar. Das Bier schmeckte seltsam. Seltsamer als sonst. Ich fühlte mich ziemlich benommen. Keine Ahnung, was das war, aber es musste raus. Ich schaue mich also um und da war der Destillierapparat. Ich kipp mir also einen selbstgebrannten rein. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das besser war, als an dem Gift zu sterben, aber es hat funktioniert. Mhm. Als ich bewusstlos war, hat sich die Sicherheit dem Barkeeper geschnappt. Er hat schließlich seine Bosse verraten und alle kamen in den Bau. Du hast ein spannendes Leben geführt. Klar, aber ganz ehrlich, hier draußen mit dir habe ich das Gefühl, dass noch einiges möglich ist. Ach, du Ärger gar bekommen, keine Ahnung, das hast machen du, Leute wie wir. Ich meine, wir sind hier draußen und begeben uns in Gefahr, damit die Leute im Commonwealth eine Chance auf ein besseres Leben haben. Nicht wegen Lob, das fasst du wie in YouTube. Oder Ehre, sondern fast weil es wirklich, das Richtige wirklich ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue, damit dabei ich belohnt zu sein. Wäre und irgendjemand sich freut, sondern nämlich, oh Flirn, das ist noch rot, das kann ich noch nicht. Ruhm und Belohnung? Hey, ich bin nur wegen der Belohnung und des Ruhms hier. Ja, ich auch. Aber das müssen ja nicht unbedingt alle wissen. Also, willst du hier verschwinden? Tipp halten in das Menü mit was? Habe ich schon wieder einen Punkt? Ich habe doch gerade Stein vergeben. Nee, aber ja nicht. Okay. Gut. Wo sind wir denn jetzt? So, hier. Da könnten wir jetzt mal noch diese Gegend hier absuchen. Oder? Weil da auch direkt was ist. Und da ist eigentlich nichts. Ist eigentlich mehr so in die Richtung. Mehr so hier. Da könnten wir jetzt fast noch mal... Da würde ich jetzt gerade mal... in die Richtung gehen wollen. Einfach nur, weil ich es kann.
Was da? Das ist der Regenschirm. Je eher wir aus dieser Strahlung rauskommen, desto besser. Oh, es ist aber heftige Radiation da. Hallo, Doktor? Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Gibt's irgendwas Neues, Doktor? Nichts, das dich interessieren würde. So, und jetzt lass uns über dich und deine Gesundheit sprechen. Heil mich. Ja, wirf mal einen Blick darauf, Doc. Dann beschreib mir mal deine Symptome. Aha, gesundheit wieder erstellen, schreien. Okay, egal. Ach, fick ich. Also schön. Hast du was gesagt? Ja, dann möchte ich doch fast einmal da kurz nahe flitzen. Ja, das ist nicht gut hier. Das ist nicht gut. Doc. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Ja, das mache ich jetzt schon. Bessie? Entschuldigung? Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich... Bring mich wieder in... So, und jetzt... Ich glaube, ich habe da drauf... Wir bringen das... Strahlung. Mach mal bitte weg. Fertig. Und gibt's noch irgendwas? Ja, die Gesundheit, das mal gleich nochmal machen. Ihr tut alles. Gut, da ist also ein Arzt. Das ist gut zu wissen. Fertig. Auch wenn es sehr eigenartig ist, dass direkt an der Strahlung wohnt. Was anderes, was dich plagt? Ich hab sonst keine Beschwerden. In Ordnung. Ich bin schon halb verstrahlt. Unglaublich. Was? 6, 7, 4, 5, 4, 3, 2. Okay, da ist nicht gut in die Richtung. Da gehen wir nicht hin. Da gehen wir erst hin, wenn wir mal einen Strahlenanzug haben oder sowas. Aber da haben wir noch direkt was. Dann gehen wir doch da mal hin. Was auch immer das ist. Trailer Park oder sowas. Auch schon wieder Radiation. So, was ist denn das mit dieser Radiation? Was war das? Nix. Okay. Dann haben wir ja nochmal Glück gehabt. Ne? Irgendwo hier ist es. Hier oben. Kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Da? Hallo? Don't feed the bear. Das ist der Bär. Yugi, irgendwas Fleisch. Okay, nichts mehr raus hier. Radiation. Was? Oh, oh. Er macht mir Angst. Was zur Hölle ist das? Gefahr gebannt. Eieiei. Na, der hat mir jetzt schon ein bisschen Angst gemacht. Bin ich ehrlich. Ha, da kommst du. Du bist auch mal da. Na, schön. Das war euer letzter Fehler. Wow, da ist ein Megabär.
Oh Gott, hält der viel aus. Ja, so. So geht's. Ah. Der Yogi-Bär. Ah, manchmal ist dieses Wettsystem schon richtig gut. Da kann man nichts sagen. Okay. Ist das hier das Wachhaus oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich komme nicht von hier. Also irgendwo schon, aber irgendwo auch nicht. Okay. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis demnächst.